Ich bin so ein kleiner Stempelfetischist. Der Mann war zu dem Zeitpunkt etwa 60 Milliarden Euro schwer. Der Erstbesitzer von diesem Fahrzeug hier war. Herzlich willkommen beim Oldtimer-Zentrum Berlin. Wir sind heute in einem, ich würde sagen, einen recht unspektakulär wirkenden SL500 von 2000 unterwegs. Aber er hat einen sehr, sehr bekannten Vorbesitzer. Ein kleiner Tipp: Wir reden vom Jahr 2000. Der Mann war zu dem Zeitpunkt etwa 60 Milliarden Euro schwer. Kommt aus den USA. Viele verbinden ihn ja so ein bisschen mit Windows. Ganz genau. Der Erstbesitzer von diesem Fahrzeug hier war Bill Gates. Es ist kaum zu vorzustellen, dass dieses Auto wirklich ihm mal gehört haben soll. Aber wir haben schriftliche Unterlagen, wie er mit dem Zweitbesitzer im Kontakt war. Da gibt es eine ganz nette Anekdote dazu. Dieses Auto wurde hier mit einem Autotelefonsystem ausgeliefert. Aus Mercedes-Kreisen wissen wir, dass er permanent Probleme mit diesem Telefonsystem hatte. Der Zweitbesitzer, der Ivan, der hat sich dann irgendwann bei dem Herrn Gates gemeldet und meinte: Wir finden leider das Autotelefon nicht. Die Vermutung liegt nahe, dass Bill Gates irgendwann einfach die Schnauze voll hatte und gesagt hat: Wisst ihr was? Raus mit dem Ding, weil funktioniert eh nicht. Wir können sagen, das Autotelefon hat sich nie aufgefunden, es fehlt immer noch. Aber es ist sicherlich eine schöne Anekdote. Wir müssen dazu sagen, dieses Auto hat im Moment sagenhafte 206.000 Meilen gelaufen. Das sind, Pi mal Daumen, 330.000 Kilometer. Jetzt hört man die Kilometerzahl und sagt sich: Boah, den kannst du ja jetzt fast wegschmeißen, weil der wird ja jetzt bald hops gehen. Wir haben den Wagen uns von unten angeschaut, der TÜV-Prüfer hat sich den angeschaut. Und ich möchte noch nicht zu viel verraten, aber viele werden überrascht sein. Ich fahre damit jetzt seit 2 Wochen, nicht mal 2 Wochen, seit einer Woche, habe 600 Kilometer schon raufgehauen. Und ich kann sagen, das ist absolut ein cooles Alltagsauto, ne? Also das macht super Spaß. Gerade jetzt bei dem schönen Wetter, wenn wir hier noch weitermachen, kommt bald Mr. Krabs hier hervor. Aber man genießt es, ne? Also wenn die Sonne draußen ist, ist es einfach wunderbar. Und ich kann euch sagen, Cabrio fahren ist einfach cool. Ein kleiner Punkt am Rande: Wenn man so ein großes Auto sieht mit 5 Litern Hubraum, 306 PS, würde man ja sagen, boah, der schluckt, wer soll sich denn das leisten können? Jetzt habe ich ja nach 600 Kilometern so einen kleinen Erfahrungswert und kann sagen, also auf der Autobahn bin ich mit ungefähr 10,5 Litern unterwegs. Jetzt habe ich wahrscheinlich die letzten 150 Kilometer fast nur in der Stadt verbracht, mit so einem Drittel Landstraße, und komme auf 12,8 Liter. Also das sind Werte, die sind für ein Auto aus der Zeit mit den großen Motoren und dem Gewicht völlig vertretbar. Und es macht immer noch Spaß. Also man fährt seine 500 Kilometer und muss nicht irgendwie alle 2 Tage tanken. Das zeigt auch, dass der Motor nicht irgendwie unnötig durstig ist und einfach sich den Sprit reinkippt, sondern das Auto ist immer noch ökonomisch, so wie es damals auch schon war, für die Zeit. Er hat eine Farbe bekommen, die nennt sich Vario Color 2. Von wurden 143 Stück so gebaut. Und ich würde sagen, das schauen wir uns mal jetzt von draußen an. Schauen wir uns mal das Prachtstück genauer an. Wir haben hier ein Auto. Erstzulassung ist der 28.03.2000. Wichtiger Punkt: Die 129er-Fahrer werden es wissen. Ab dem 1.04.2000 ist eigentlich eine Scheinwerferreinigungsanlage Pflicht bei Xenon-Fahrzeugen. Das Auto hat aber eine Erstzulassung bekommen am 28.03.2000 und dementsprechend muss man sich hier keine Sorgen machen. 330.000 Kilometer, das geht nicht spurlos am Auto vorbei. Wir sehen hier, überall wurde mal mit dem Lackstift nachgebessert, hier ist es schon sogar abgeplatzt.
Die Gläser hier vorne, die Streuscheiben, die haben wir erneuert für den TÜV. Die brauchen nämlich ein E-Prüfzeichen. Wir sehen hier ein bisschen höheren Spaltmaß. Ich würde sagen, 2 mm könnte der Kotflügel nochmal nach innen gehen. Was hier an der Seite war, wissen wir nicht. Was ich aber von der Vorbesitzerin weiß, und da gibt es auch ein Foto von, das können wir jetzt mal kurz einblenden. So sah das mal aus. Auf jeden Fall war das hier vorne mal kaputt. Das wurde, soweit ich das weiß, auch mal ersetzt. Ansonsten, die Motorhaube hat natürlich auch Steinschläge en masse. Das gehört halt bei der Laufleistung irgendwie ein bisschen mit dazu. Auch an der Windschutzscheibe haben wir so ein paar Stellen, wo man sieht, dass da so ganz kleiner Feinkontakt war. Gehen wir aber einmal rum, damit wir auch so ein bisschen die Farbe wirken lassen können. Und das ist natürlich gerade, wenn die Sonne rausgeht, ist es blau, ist es lila, ist es türkis? Also das ist diese Varicolor, die Mercedes auch nur 143 Mal so auf einen 129er gebracht hat. Und das ist natürlich schon eine Sonderfarbe und sehr speziell. Ich finde es sehr cool. Es passt sehr gut mit der Innenausstattung in Kombination. Da wird sich der gute Herr Gates was schon dabei gedacht haben, als er den konfiguriert hat. Gehen wir mal rum. Typisch Mopf 2 Spiegel. Wie gesagt, das ist schon die zweite Modellpflege. Die sind schon ein bisschen ründlicher. Die Mopf 1, die sind noch kantiger. Etwas, was es nur in Amerika gab, glaube ich, sollte ich falsch liegen, korrigiert mich. Richtig schicke 8,25 Zoll Felgen mit natürlich richtig geilen Chrom. Also ich wüsste nicht, ob es das in Deutschland gegeben hat. Im Ami-Land war das richtig geiler Style. Schauen wir uns mal die Heckklappe an. Hier sehen wir einen farblichen Unterschied. Die Heckklappe wurde mal nachlackiert. Soweit ich weiß, wurde sie aber nicht beschädigt. Ich weiß, dass es hier hinten mal einen kleinen Feinkontakt gab. Da wurde auch die Heckschussstange getauscht. Das ist alles bei der letzten Besitzerin passiert. Nur kurz für die Chronologie. 2000 bis 2002 war Bill Gates der Besitzer. Der hat dann das Auto abgegeben und hat sich den R230 zugelegt. Von 2002 bis 2004 war Ivan der Besitzer und jetzt von 2004 bis 2018 war Jana die Besitzerin. War eine super liebe Frau, hat wirklich nicht viel von Autos verstanden, hat das Auto eben immer in die Werkstatt gebracht, hatte den Vorteil, das wurde nicht in irgendeiner Hinterhofwerkstatt gebastelt, sondern das wurde alles in der Werkstatt gewartet. Da gibt es auch einen ganz dicken Ordner mit Unterlagen dazu, sodass man auch so ein bisschen nachverfolgen kann, was, wie, wo wurde gemacht. Was wir auch sehen, hier an dieser Stelle, ich hoffe, das fängt die Kamera so ein bisschen auf, hier sieht man nämlich ganz schön, wie weit das Hardtop den Lack geschützt hat. Und in Amerika ist es ja sehr oft so, dass das Hardtop nicht genutzt oder dass das nicht abgenommen wird. Und das haben wir nämlich auch hier an der Stelle. Deswegen ist hier sozusagen der Lack ein bisschen verschont geblieben. Nichtsdestotrotz, eine sehr wichtige und sehr gute Sache ist, Jana hat bereits in der Vergangenheit die Zylinder getauscht für die ganze Hydraulik. Ganz typisches Problem, gerade bei den 124er Cabrios, bei den 129er Cabrios. Das Problem haben wir hier nicht. Ich habe jetzt in den letzten 7 Tagen sicherlich 30 Mal das Verdeck genutzt und es funktioniert wunderbar, das ist gar kein Problem. So, also wir sehen, das Verdeck funktioniert, die ganze Hydraulik, das macht alles keine Probleme. Das Verdeck an für sich ist auch noch cool und das ist eigentlich auch dicht. Wir sehen auch hier an den Logos, das wird wahrscheinlich noch das erste von Mercedes sein vom 2000. Aber irgendein Spaßvogel hat sich gedacht, ich benutze einfach mal den oberen Notausstieg und hat das natürlich hier aufgeschnitten. Das ist natürlich schade, aber das ist auch nicht mehr rettbar. Das heißt, das Verdeck müsste neu. Wenn es da Bedarf gibt, können wir uns gerne zusammenschließen und ich kann einen guten Sattler im Harz empfehlen, der das auch machen kann. Das sollte man auf jeden Fall noch mit auf dem Schirm haben. So, ohne Verdeck lebt es sich besser, wie ich finde. Ich würde sagen, wir schauen uns mal den Innenraum an. Für 330.000 Kilometer ist der Innenraum noch wirklich akzeptabel. Wir dürfen nicht vergessen, das Auto kommt aus Kalifornien. Dort hat es sein ganzes Leben lang verbracht. Das hat meistens zur Folge, dass das Leder ganz brüchig und ganz rau wird. Und das ist hier wirklich noch nicht der Fall. Das ist
wie ich finde, eine schöne Sache. Das ist hier das Designio-Leder. Jetzt müssen wir uns mal überlegen, Designio kennen viele von euch, gerade jetzt so aus der Zeit der letzten 5, 6, 7, 8 Jahre. Mercedes hat damit nochmal sozusagen das Premium hervorgehoben. Nichtsdestotrotz, wir haben hier am Einstieg haben wir eine Stelle, wo ich sagen muss, das ist leider defekt. Da habe ich auch mit dem Sattler schon gesprochen und der hat zu mir gesagt, man könnte einfach nur die Sitzwange tauschen. Dann könnte man den Rest des Leders beibehalten. Wie ich finde, eine schöne Sache, gerade weil es ja eben darum geht, dass man ja irgendwie das, die Seele des Autos ja auch noch ein bisschen beibehalten lassen möchte. Ne? Also das ist hier schon eine sehr hochwertige Ausstattung gewesen. Wir haben eine Bose-Anlage mit drin, wir haben einen CD-Wechsler mit drin. Da hat sich der Herr Gates auf jeden Fall gedacht, der möchte eine schöne Ausstattung im Auto haben. Ich persönlich würde sagen, man sieht ihm die 330.000 Kilometer nicht an. Und dementsprechend ist es ein schönes Gesamtpaket. Es ist wirklich preislich fair, wie ich finde. Und in den Kilometern, die ich jetzt mit dem Auto runtergerissen habe, ist mir nichts aufgefallen, wo ich sage, boah, also da kommt demnächst eine Riesenreparatur auf dich zu. Technisch hatte ich bisher überhaupt keine Bedenken. Wir mussten für den TÜV natürlich ein paar Sachen machen. Was genau, das kann ich euch gleich zeigen, wenn wir uns das Auto von unten anschauen. So, natürlich müssen wir uns jetzt auch das Herz anschauen. Der Motor, das ist natürlich ein wichtiger Punkt und dass man auch weiß, was für Kosten da auf einen zukommen können. Deswegen würde ich sagen, schauen wir uns den jetzt mal an. So, wie gesagt, 5 Liter V8, 306 PS. Ich mach den mal an. So, wir haben hier wirklich ein solides Triebwerk. Keine Vibrationen, kein nichts, wo man sagt, boah, da kommt jetzt demnächst was auf mich zu. Das mag man fast gar nicht glauben bei der Laufleistung, aber es ist halt, wenn du ein Mercedes pflegst und wartest, dann sollte da eigentlich gar nichts passieren, auch bei 330.000 Kilometern. Wir haben hier die Domlager getauscht. Auf beiden Seiten, die waren porös. Das hatte der TÜV sich so gewünscht, das haben wir natürlich gemacht. Und wirklich sehr solide und macht auf jeden Fall eine Menge Spaß. Cooles Auto. Wie versprochen und bei uns immer üblich, schauen wir uns jetzt das Auto von unten an. Und ich muss sagen, dann ist das so, als würde ich mir ein europäisches Modell mit 100.000 Kilometern anschauen. Wenn wir uns den Auspuff hier anschauen, die ganze Blende, den Unterboden, hier ist nichts, absolut nichts. Und ich bin so ein kleiner Stempelfetischist. Jetzt kommt mal mit, jetzt haben wir hier die gesamten Verkleidungen. Da steht dann drauf, 4. November 99. Jetzt möchte ich euch mal was zeigen, was ich wirklich cool finde. Hier auf der Rückseite haben wir nämlich die Federn und dort sehen wir sogar die gesamten Markierungen vom Werk aus. Also das müsst ihr euch mal überlegen. Auch wenn der 330.000 Kilometer gelaufen ist, aufgrund der Dürre und des wenigen Regens ist das hier so gut konserviert. Wir fehlen die Worte. Das ist wirklich der Hammer. Natürlich hat das auch so ein bisschen seine Schattenseiten, gerade die Hitze. Die greift natürlich die Gummis an. Das war hier an dem Auto auch an zwei, drei Stellen. Wir mussten ein bisschen was tauschen, damit er ganz regulär den TÜV bekommt. Unter anderem haben wir die Hardyscheibe hier hinten getauscht, weil die war ein bisschen porös. Der TÜV-Prüfer hat gesagt, das hätte er gern getauscht, wurde selbstverständlich gemacht. Zudem hat er hinten die Bremsschläuche bemängelt. Die haben wir selbstverständlich getauscht auf beiden Seiten. Und wenn man das System offen hat, kann man auch gleich in einem Ruck alles machen. Also hat der vorne auch neue Bremsschläuche. Hier vorne haben wir neue Buchsen eingesetzt. Die hat der TÜV-Prüfer auch nochmal bemängelt. Ansonsten gibt es hier nichts zu machen. Es gab nichts und wir können uns umdrehen und schauen. Und es ist wirklich Hammer. Schauen wir uns das Getriebe an. Das war ein bisschen ölfeucht. Das hat der TÜV-Prüfer bemängelt. Also haben wir eine neue Dichtung einsetzen lassen, einmal sauber gemacht und ja, seitdem kommt auch kein Tropfen mehr durch. Wir haben ebenfalls den Lenkungsdämpfer erneuert, der war irgendwie undicht. Das wurde gemacht, Koppelstangen sind ebenfalls gemacht worden.
Ansonsten war es das. Bremse war in Ordnung, Fahrwerk war in Ordnung. Oben haben wir die Domlager gemacht, das hatte ich ja vorhin schon mal erzählt. Hier tropft nichts, hier läuft nichts runter. Sauber ist es auch. Also es gibt meiner Meinung nach, und ich glaube, das kann ich schon ganz gut einschätzen, von hier unten aus nichts zu bemängeln, wo man jetzt sagen könnte, gut, das sollte in der nächsten Zeit gemacht werden. Was aber nicht bedeutet, dass bei 330.000 sicherlich noch ein paar Sachen irgendwann mit der Zeit kommen werden. Ne? Abschließend ist zu sagen, das Auto hat sicherlich den einen oder anderen optischen Mangel. Technisch haben wir gerade gesehen, es steht ja wirklich solide da. Was spricht also für das Auto? Erstens, wir haben eine super seltene Farbe, nur 143 Stück wurden so ausgeliefert. Die Innenausstattung in Designio Blau, auch relativ selten. Und ihr besitzt dann das Auto vom reichsten Mann der Welt, zumindest im Jahr 2000. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns ein Like da, abonniert den Channel. In Zukunft kommen auf jeden Fall noch richtig coole Projekte und ich denke, das wird euch auch Spaß machen. Ansonsten sage ich vielen Dank und bis zum nächsten Mal.